Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Katholischen Haltern am See und der zweiten Folge unserer mystagogischen Kirchenführung. An den Eingängen unserer Kirchen finden wir Weihwasserbecken. Weihwasser ist erst einmal ganz normales Wasser, H2O, mit ein wenig Salz versetzt. Salz ist deswegen im Weihwasser, weil es dem Wasser Geschmack gibt. Und Geschmack sollen wir am Leben bekommen. Das Weihwasser ist nichts anderes auch als Taufwasser. Und in der Taufe sollen wir eben neuen Geschmack am Leben bekommen. Wenn wir Weihwasser nehmen, die Hand eintauchen, uns damit bekreuzigen, am Eingang der Kirche heißt das: Ich bin getauft. Ich erinnere mich daran. Ich bin ein Kind Gottes. Ich gehöre zum Volk Gottes. Die Verbindung vom Weihwasser zum Taufwasser sehen wir auch an der Form des Weihwasserbeckens. Tauf- und Weihwasserbecken sind sehr häufig kreisrund, wie zum Beispiel in der St. Laurentiuskirche. Der Kreis, das bedeutet etwas Vollkommenes. Der Kreis ist ein Zeichen für Einheit und letztendlich auch für Unendlichkeit. Daher wird der Kreis häufig als Symbol für Gott selber verwendet. Und im Taufwasser und im Weihwasser drücken wir unsere Beziehung zu Gott aus. Noch häufiger als kreisrund sind Tauf- und Weihwasserbecken allerdings in der achteckigen Form. Um das zu verstehen, diese Form, müssen wir ein wenig ausholen und uns die Zahlensymbolik vor Augen führen. Die Zahl 3 steht für die drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Es ist sozusagen die göttliche Zahl. Die Zahl 4 steht für die vier Himmelsrichtungen und ist eher die irdische Zahl. Zusammen 3 plus 4 ergibt 7, eine besondere Zahl, die wir durch die 7 Sakramente oder die 7 Gaben des Heiligen Geistes und die 7 Tage der Schöpfung kennen. Eine weitere wichtige Zahl ist 3 mal 4, 12. Wir kennen die 12 Stämme Israels, wir kennen die 12 Apostel und wir kennen die 12 Tore des himmlischen Jerusalems. Aber wie um Himmels Willen kommen wir jetzt zur Zahl 8? Dem achteckigen Taufbecken. Die 7 Tage der Schöpfung hatte ich schon erwähnt. Und nun kommt noch ein weiterer Tag hinzu, der 8. Tag. 6 Tage arbeitet Gott an der Schöpfung und am 7. Tag, am Sabbat, ruhte er. Unser Samstag ist das. Jesus stirbt am Freitag, ruht am Samstag und steht am ersten Tag der Woche von den Toten wieder auf. Und dieses ist eben der 8. Tag. Es gibt die 7 Tage der alten Schöpfung und eben der 8. Tag, an dem die Neuschöpfung in Jesus Christus stattfindet. Und diese Neuschöpfung, daran haben wir Anteil in der Taufe. Daher ist das Taufbecken und sind Weihwasserbecken häufig achteckig. Wenn ich also nun die Kirche betrete und am Weihwasserbecken das Weihwasser nehme und mich damit bekreuzige, heißt das, ich gehöre als Getaufter zur Neuschöpfung Gottes.